Servus zu Barbecue aus Franken. Ein leerer Drehspieß, das geht einmal gleich gar nicht. Den werden wir jetzt gleich füllen. Und zwar füllen wir den mit Schweinebauch. Den habe ich gestern asiatisch eingelegt. Das heißt, ich habe gestern eine schöne Marinade gemacht und das Fleisch da drinnen über Nacht schön marinieren lassen. Das schaut euch jetzt bitte mal an, was ich da gemacht habe. Ich hole in der Zwischenzeit das Fleisch und dann bestücken wir den Spieß. Die Zutaten für die Marinade, dafür brauchen wir Ingwer. Und den schneiden wir in Scheiben, vorher schälen natürlich. Knoblauch brauchen wir dazu, dann kommen Frühlingszwiebeln dazu, dann brauchen wir einen Sternanis dazu, dann brauchen wir Reiswein, Sojasauce brauchen wir noch dazu, geröstetes Sesamöl, Sonnenblumenöl, ein bisschen Apfelessig für die Säure, braunen Zucker und zu guter Letzt ein bisschen an schwarzen Pfeffer, frisch gemahlen natürlich. Legen wir los, Knoblauch schälen und kleinschneiden. Den Ingwer schälen und in Scheiben schneiden, die Frühlingszwiebeln putzen und in Ringler schneiden. Damit geht's mal los. Das mache ich ohne euch. Brauner Zucker, Sternanis, Pfeffer, Ingwer, Knoblauch und die Frühlingszwiebeln sind schon mal im Topf. Wir müssen das Ganze nämlich jetzt aufkochen. Jetzt kommen noch die flüssigen Bestandteile dazu. Angefangen mit dem Sesamöl, geröstetes Sesamöl, Sonnenblumenöl, der Apfelessig, der Reiswein, alternativ könnt ihr auch einen Cherry nehmen, einen trockenen, und die Sojasauce. Jetzt lassen wir das Ganze schön aufkochen und ja, dann geht's weiter. So, jetzt ist das Ganze so leicht aufkochen. Es soll sich der Zucker auflösen, die Aromen sollen schön raus aus den ganzen Zutaten. Es soll eine schöne Marinade werden. Jetzt lassen wir jetzt auf kleiner Flamme ein bisschen vor sich hin simmern. So, jetzt sind 5 Minuten rum, die Platte habe ich ausgemacht. Das darf jetzt richtig schön auskühlen. Das brauchen wir jetzt gleich, wenn wir das Fleisch fertig gemacht haben. Und um das kümmere ich mich jetzt nächstes. So, da sind wir jetzt beim Hauptdarsteller der ganzen Geschichte, Schweinebauch. Eins meiner Lieblingsteile. Einfach, aber doch so richtig schön lecker. Und der liebe Metzger hat mir die Knochen schon rausgemacht. Ein paar kleine Knöchelchen sind noch drin, die mache ich jetzt noch raus. Und dann werden wir nichts anderes machen, als dass wir die Haut einschneiden. Aber ja, ich mache schon mal meine Knochen raus. So, die restlichen Knorpelknochen sind ja nicht, sind ausgebeint. Und das ist es. Ich habe das Ganze ein bisschen großzügig gemacht. Dort darf ein bisschen Fleisch dann sein. Nicht wegwerfen, einfrieren. Das brauchen wir, wenn wir wieder einen schönen Soßenansatz machen. So. Dann schneiden wir uns das Ganze mal in schöne Rauten. Hätte ich beinahe gesagt, das machen wir ja nicht. Wir schneiden es der Länge nach, aus dem ganz einfachen Grund, weil wir später einen Würfel schneiden. Und dann ist es der Länge noch geschnitten besser. Also. So, dann drehen wir das Ganze und schneiden natürlich auch in die andere Richtung. Das passt. Schön aufgeschnitten. Gut ist, jetzt schneiden wir es in Würfel. Und zwar so hoch wie es ist, so Brat und so lang darf es arbeiten. So, unsere einzelnen Stücke haben wir. Die können wir jetzt mit der kalten Marinade marinieren. Oder als Behältnis zu marinieren, nämlich so ein Beutel mit, wie heißt du schön, Kleidverschluss oben. Da kommt das Fleisch jetzt erst einmal rein. Fleisch ist jetzt im Beutel. Was jetzt fehlt, ist natürlich die Marinade. Und wenn die jetzt ausgekühlt ist, davon gehe ich jetzt einfach mal aus, schütten wir die einfach dazu. Marinade ist kalt und kommt jetzt einfach so, wie es ist, mit Samst, dem Sternanis, mit allem, was so drin ist, in die Tüte, quasi in den Beutel. Dann machen wir ein bisschen dazu. Bringen die Luft ein bisschen raus. Machen das Ding ganz zu und jetzt massieren wir das ein bisschen ein. Und wenn wir das so 3, 4, 5 Minuten geknetet haben, sieht es wohl so aus. Alles hat sich schön gleichmäßig verteilt. Da drinnen kann das Ganze jetzt über Nacht liegen bleiben und dazu gibt es jetzt den Kühlschrank. Und schon sind wir wieder beieinander. Habt gesehen, das ist jetzt gar kein großer Aufwand gewesen gestern. Bis wir jetzt am nächsten kurz aufkochen lassen. Marinieren, fertig. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich habe es jetzt raus aus dem Beutel und jetzt können wir es aufspießen. Machen wir mal. Und ich habe beim Ausbacken gezählt. Das waren 15 Stück. Das heißt also auf jeden Spieß kommen jetzt 5 Stück drauf. Und ich achte halt ein bisschen darauf, dass die Schwarte immer schön nach außen zeigt. Aufgespießt sind es, jetzt kommen wir auf die Rotisserie. Also schön einfädeln und einklipsen. Es passen 6 von diesen Spießen normalerweise auf die Rotisserie. Das heißt, ich werde jetzt jede
zweite belegen und so etwa halt andersrum. Nach etwa der Halbzeit werden die Spieße mal von so nach einmal rumdrehen, so gedreht. Aber das machen wir dann später. Die Spieße werden jetzt soweit gesteckt, die können wir jetzt quasi in den Grill geben. Tropfblech habe ich unten rein. Dann kommt der Spieß jetzt. Jawohl. Backburner läuft, den drehen wir ein bisschen herunter. Am Anfang brauchen wir noch nicht so viel Hitze. Rechts und links die beiden Brenner laufen auf kleiner Flamme, in der Mitte gar nichts. So, lassen wir es jetzt erst einmal ein bisschen drehen, schauen zwischen ein bisschen rein und dann denke ich, wird es eine schöne Geschichte werden. Was passt besser zum asiatischen Schweinebauchspieß als eine schöne Chili-Süß-Sauersoße? Die könnt ihr natürlich im Glas fertig kaufen. Wir machen die heute selber, da wissen wir, was drinnen ist. Und was ist drinnen? Chilischoten, brauner Zucker, Salz, Knoblauch, Zwiebel und Apfelessig. Und was müssen wir machen? Gar nicht viel. Wir müssen jetzt die Chilischoten, die grünen Teile wegschneiden. Wir müssen die Zwiebel und die Knoblauch ein bisschen schälen und ein bisschen klein schneiden. Dann kommen die drei Positionen in den Mixer und dann geht es am Topf schon weiter. Kleiner Mixer reicht es mal. So, fangen wir mal mit den Chilis an. Ich habe die übrigens in Ringe geschnitten und das Weiße aber drinnen gelassen. Also nur das Grüne weg und in Ringe geschnitten. Wenn ihr es weniger scharf haben wollt, halbieren, das Weiße rausnehmen, die Kante rausnehmen, so weiter wollt. Und dann in den Mixer. Und jetzt wird es laut. Deswegen mache ich das jetzt ohne euch. So, und dann soll das Ganze in etwa so ausschauen. Also nicht zu fein, aber auch nicht zu grobe Stücke. Das wandert jetzt in den Topf. Dann machen wir dasselbe mit den Zwiebeln. Knoblauch geben wir gleich mit dazu. Keine Paste machen, aber schon fein würfeln. Oder hacken in dem Fall. So, die drei Sachen sind jetzt schon mal klein gemacht im Topf. Dann geben wir den Rest jetzt auch noch dazu. Das Salz, den Zucker und den Apfelessig. Und jetzt kochen wir das Ganze erst einmal auf. So, jetzt fängt schönes Köcheln an. Jetzt rühren wir das Ganze schön auf. Wir drehen die Temperatur runter, dass es so schön langsam vor sich hin zimmert. Ja, ich sage mal, so eine halbe Stunde darf das jetzt schon vor sich hin köcheln. Wir beobachten ein bisschen so den Flüssigkeitsstand. Das darf ruhig ein bisschen dicker werden, weil es ja noch viel Flüssigkeit da an. Die Zwiebeln und die Chilis verlieren jetzt ein bisschen Flüssigkeit. Aber trotzdem ein bisschen aufpassen, dass halt nichts anbrennt. So, das Ganze hat jetzt eine halbe Stunde schön vor sich hin köcheln dürfen und ist jetzt so richtig schön weich geworden, die ganze Geschichte. Das mache ich jetzt aus, lasse es ein bisschen abkühlen und dann kann man das umfüllen in ein Glas oder Flasche oder wie auch immer. So, eineinhalb Stunden später, bei etwa 180 Grad, sieht das Ganze so aus. Zugegeben, ein paar dunkle Stellen sind dran, klar, ist viel Zucker in der ganzen Geschichte drin. Und ich habe den Backburner vielleicht eine Viertelstunde zu spät ausgemacht. Etwa nach einer Stunde habe ich es gemacht. Hätten vielleicht nur 45 Minuten sein sollen. Nichtsdestotrotz, das nehmen wir jetzt runter und dann richten wir es ein bisschen an. Und dann versuchen wir vor allen Dingen. Dann holen wir uns ein bisschen was von der süß-sauren Chilisauce. Und geben das ein bisschen unser Fleisch drüber. Und es darf versucht werden. Schweinebauch ist ja eins meiner Lieblingszutaten, die ich gerne und immer wieder gerne verwende. Auch in den unterschiedlichsten Zubereitungsarten. Heute mal als asiatische Variante, Schweinebauch asiatisch. Das Ganze mit einer selbstgemachten süß-sauren Chilisauce. Mal nichts fertig aus dem Glas, sondern selbstgemacht. Weiß ich, was drin ist. Ja, jetzt müssen wir es natürlich probieren, die ganze Geschichte. Und das tue ich jetzt mal. Das heißt, dann einfach so Stühle abschneiden. Noch ein bisschen was von der scharfen Chilisauce dazu. Der Ingwer kommt schön raus. Die Chilis sind da. Hat eine schöne Schärfe. Aber gleich wieder eine richtig schöne Süße durch den Zucker, durch den braunen Zucker, der damit dabei ist. Richtig schön. Also, mir gefällt es richtig gut. Könnt ihr gerne machen. Rezept findet ihr unten. Ich kann es euch nur nahelegen. Macht's das einfach mal. Ja, hoffe, euch hat die ganze Geschichte gefallen. Wenn ja und wenn dem so wäre, mögt ihr mir vielleicht einen Daumen nach oben geben. Ich würde mich darüber freuen. Genauso natürlich, wenn ihr was Nettes unten in die Kommentare schreibt. Ich lese und beantworte das. Da kommt jetzt gleich wie üblich das Logo. Klickt bitte drauf, wenn ihr den Kanal abonnieren wollt. Ich würde mich über jeden Abonnenten freuen, der dazu kommt. Ich bleibe euer Sven. Wir sehen uns nächsten Mittwoch zu einem neuen Rezept um 18 Uhr. Ich weiß schon, was es gibt. Lasst euch überraschen. Es wird euch gefallen, bin mir ganz sicher. Also, bis nächsten Mittwoch. Ich bleibe euer Sven. Tschüssi. Kleine Ohrstücke. Thank you.
bevor es kalt wird.